Willkommen zu einem neuen Excel Screencast. Heute geht es um Microsoft Power Map für Excel 2016, einem Add-in zur Datenvisualisierung auf Basis des Kartendienstes von Microsoft Bing Maps. Ich habe hier eine kleine Tabelle in Excel 2016 mit ein paar Firmendaten, verschiedene Adressen, Gehaltsdaten, Eintrittsdatum in die Firma. Nichts Großes, aber das möchte ich als erstes Beispiel verwenden, um die Map-Darstellung zu zeigen. Das Power Map Add-in ist enthalten in Office 365 bzw. Office 2016, findet sich dort im Register Einfügen 3D-Karten. In Office 2013 kann das als Add-in nachgeladen und nachinstalliert werden. Stehe ich in einer Excel-Tabelle oder in einem Datenbereich, reicht ein Klick auf 3D-Karten und es wird sofort analysiert. Die Daten werden in eine PowerMap-Karte eingetragen und hier auch dargestellt. Meine Daten sind jetzt nicht so ganz korrekt übernommen worden. Ich habe hier einige Adressen in Frankfurt an der Oder, obwohl das eigentlich Frankfurt am Main, Wiesbaden etc. sein sollte. Das liegt daran, dass Excel jetzt automatisch erstmal nur sich auf Ort und Straße bezogen hat. Datenfelder, die in meiner Tabelle vorhanden waren. Die Postleitzahl ist noch nicht zugeordnet worden. Wenn ich die hier mit in die Orte in diesem Schichtbereich hinzufüge und sage, PLZ ist die Postleitzahl, dann werden die Daten neu analysiert, sieht man in der Statuszeile auch. Und es werden jetzt hier die Daten auch nur noch in Rhein-Main-Gebiet angezeigt. Das kann ich mir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen und kann weitere Spezifikationen vornehmen. Im Moment habe ich in meiner Karte nur Datenpunkte, bestehend eben aus den Adressdaten Ort, Straße, Postleitzahl. Was mir noch fehlt, ist beispielsweise Datensäulen, die eine bestimmte Höhe haben. Das kann ich hier über das entsprechende Feld, was ich hier zuordnen kann, definieren. Ich kann mehrere Säulengruppen erstellen über die Kategorien. Ich könnte einen zeitlichen Ablauf definieren, indem ich ein entsprechendes Feld hier bei Zeit hinzufüge. Die Felder stehen mir in der Feldliste zur Verfügung. Und wenn wir jetzt mal die Gehaltsdaten nehmen, wo haben wir da? Oben haben wir das Gehalt und sagen, die Gehaltsdaten sind für mich jetzt relevant aus der Tabelle für die Datensäulen, dann werden hier auch direkt entsprechende Säulen in die Karte hinzugefügt und dargestellt. In meiner Excel-Tabelle sind verschiedene Abteilungen vorhanden. Diese verschiedenen Abteilungen, die könnte ich als Kategorien noch mit hier hinzufügen. Und dann wird mir auch entsprechend hier, ich mache mal die Tour weg, so, dann wird mir auch hier entsprechend farblich auch dargestellt die unterschiedlichen Abteilungen mit der Möglichkeit hier auch zu sehen, die Geschäftsleitung ist beim Gehalt natürlich ein bisschen höher. Ergänzen wir das Ganze noch um einen zeitlichen Aspekt. Es gibt hier den Firmeneintritt. Das ziehe ich hier auf diese Zeitkategorie. Das erstellt mir jetzt hier eine Zeitleiste, die ich abspielen kann und bekomme jetzt anhand des Firmeneintrittsdatums hier die Firmenstruktur, wie sie sich aufgebaut hat. Das lässt sich im Datumsformat noch ein klein bisschen anpassen, dass ich hier eine Variante nur mit den Jahreszahlen mir darstellen lasse. Und hier unten gibt es auch noch mal die Möglichkeit, dieser Szene, dieser Tour einen Namen zu geben. Mit der Möglichkeit, die Szenendauer noch ein klein bisschen zu verändern, dass das Ganze ein bisschen schneller oder langsamer abspielt. Die Möglichkeit, Anfangs- und Enddatum zu verändern, beispielsweise.
Ja, dies wäre jetzt ein erstes Beispiel. Hier nochmal mit einer anderen Kartenbeschriftung der Möglichkeit, diese Szene ablaufen zu lassen. Das Ganze kann als Video gespeichert und auf YouTube etc. hochgeladen werden, in PowerPoint eingebunden werden. Weitere Beispiele, auch mit komplexeren Daten, werden wir in Kürze auch in einem Screencast vorstellen. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen. Weitere Angebote rund um die Themen Gestaltung, Design mit Microsoft Office-Produkten finden Sie auf unserer Website, dem Blog, den sozialen Netzwerken und natürlich auf den YouTube-Kanälen von DFETV bzw. Com2Publish. Wir unterstützen Sie auch gerne mit Schulungen und Workshops, Dienstleistungen, Support und stehen auch für Ihre Fragen zur Verfügung.